Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video für die ganzen Drachenrunen präsentieren. Dafür müssen wir insgesamt 48 Runen sammeln. Und ja, mit diesen Runen können wir dann einmal ein bisschen was skillen, um unseren Drachen auszubauen und ein paar Erfolge verdienen. Wenn wir hier einmal reingehen und Erweiterungsfeatures und dran Drachen reiten, haben wir insgesamt 4 Erfolge. Eine pro Zone und dementsprechend gibt es in jeder Zone 12 von diesen Runen. Die werden wir uns gleich besorgen. Ich habe hier die erste schon hinter mir. Und zwar gibt es die, nachdem man hier in der ersten Zone sich den Drachen am Rubinslebensbecken besorgt hat. Und dann sind es 3-4 Quests, wo man dementsprechend dann hier zu diesem Himmelshoch-Observatorium muss. Und dann gibt es eine Quest, die erste Rune zu besorgen. Wir müssen bei den Runen einfach nur durchfliegen. Und sobald wir durchgeflogen sind, können wir dann die Rune einfach aufsammeln. Und wenn wir die Rune aufgesammelt haben, gibt es dann hier einen netten Händler, bei dem wir einen Skillbaum haben. Und für diesen Skillbaum brauchen wir halt diese Drachenglyphen, um dann weitere Fähigkeiten zu skillen, beziehungsweise auch Verbesserungen freizuschalten. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich noch nichts freigeschalten. Wir wollen uns das zusammen alle Glyphen holen. Und sobald wir alle haben, können wir hier ein wenig was skillen, haben einen Haufen Achievements. Und der Clou bei der Geschichte ist, ihr müsst das nur einmal pro Account machen. Danach ist das Ganze quasi für alle Twinks verfügbar und ihr habt dann dementsprechend das fertig. Wir sind jetzt hier bei der bei den Koordinaten, guck mal, schauen wir einmal hin, 74, 56, einmal in der ersten Zone, und zwar ist die Küste des Erwachens, und dort haben wir dann eine Rune, und zwar schimpft sich die Drachenglyphe Podium im Himmelshochobservatorium. Ich habe hier übrigens Handy-Notes drauf, das kann ich euch auch noch kurz zeigen, bevor wir jetzt hier anfangen. Handy-Notes drauf, und dann ist das einmal Handy-Notes Dragonglyphs, und dafür sorgt das Ganze, dass wir das auf der Map sehen. Also ihr seht, ich habe die hier auf der Map und in den anderen Zonen auch. Das funktioniert erst, wenn ihr den ersten Drachen habt, wenn ihr das quasi anmacht, bevor ihr den ersten Drachen bekommen habt, werden die auf der Map leider nicht angezeigt. Zumindest war es bei mir so. Gut, dann fliegen wir mal hoch. Hier haben wir die erste Rune. Da müssen wir einfach durchfliegen. Und tada, ihr seht, es hat dann einmal gezählt und damit haben wir die erste. Eine andere habe ich schon besorgt. Die können wir uns dann gleich noch angucken. Dann schauen wir uns gleich die zweite Glyphe an. Und zwar bin ich jetzt immer noch hier einmal bei den Koordinaten 74, 55. Ich habe jetzt die erste Quest hier abgegeben und kriege eine Quest, dass ich quasi zurückreiten muss. Und dafür haben wir direkt hier einmal so einen Drachen. Und dieser Drache, ich habe das eben schon geflogen, der fliegt uns nämlich einmal hier auf dem Turm hoch. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wenn man die Quest einmal abgegeben hat, ne, ob man mit dem Drachen dann immer hochfliegen kann. Oder ob das eine einmalige Geschichte ist. Also, wenn das eine einmalige Geschichte ist, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr ihn direkt annehmt. Sonst müsst ihr mit eurem eigenen Drachen hier hochfliegen. Das Schöne ist, es gibt nämlich eine Glyphe direkt da oben auf dem Turm drauf. Und beim Addon können wir einmal reinschauen. Die schimpft sich Drachenglyphe Turm des Himmels Observatoriums. Und da können wir einfach quasi hier nach oben fliegen dann und die direkt mitnehmen. Und haben wir die auch einmal eingetütet. Wenn ihr natürlich jetzt mit dem Drachen hier nicht mehr hochfliegen könnt, wird es ein bisschen schwieriger. Da braucht man dann wahrscheinlich ein paar Fähigkeiten. Ich vermute aber, wenn ihr die Quest abgegeben habt, Rückkehr zum Rubinlebensschrein, dann werdet ihr wahrscheinlich den Drachen trotzdem noch nutzen können. Dann kommen wir zur nächsten Glyphe. Und zwar habe ich mir die am Anfang bei der ersten Quest schon geholt. Da haben wir einmal Drachenglyphe zerbröckelter Lebensbogen. Und ich befinde mich jetzt hier oben auf der Plattform auf den Koordinaten 57, 66. Und da flattern wir einfach runter. Das müsste jetzt eigentlich hier auch ausgehen. Ich habe jetzt bloß nicht mehr so viel Drachenpower. Und zwar seht ihr, die hängt da unten drin zwischen diesen Bögen. Und ja, die konnte man sich bei der ersten Quest schon mitnehmen, einfach durchfliegen. Wenn man die schon hat, dann ist die einmal so ein bisschen ausgegraut. Und damit haben wir dann auch schon 3 Stück zusammen. Dann schauen wir uns die nächste Glyphe an. Und zwar ist das jetzt hier einmal die Drachenglyphe Drachenherz Außenposten. Und da wird es ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt hier oben bei den Koordinaten 73, 51, quasi direkt bei dem Flugpunkt hier. Da kann man dann nämlich wieder hoch zurückfliegen. Und die Glyphe ist einmal in dem Turm hier drin, ne? Also hier geradeaus vor in dem Turm. Und die ist nicht auf dem Turm drauf, sondern in dem zerbrochenen Turm innen drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da ohne verbrauchte Dings hinkomme. Hier rein, und seht ihr, zack, da haben wir sie. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht auch weit genug kommen, dass wir direkt noch eine mitnehmen können. Da hinten in dem Turm soll nämlich noch eins sein, aber ich glaube, nee,
nee, da kacken wir einmal ab. Heißt, da werden wir dann gleich die nächste noch holen. Also, die schauen wir, dass wir dann danach uns besorgen. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Glyphe. Und zwar sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 74, 36 in etwa. Und hier unten ist die nächste Glyphe, die heißt einmal Botschaft von Schwingenrast. Ich habe mich jetzt nicht entschieden, von hier wieder rüber zu fliegen, sondern die müssten wir eigentlich von unten erreichen, weil hier sehen wir es schon mal. Ich habe 4 Aufladungen, jetzt tun wir einfach mal ein bisschen hochfliegen. Ja, easy, das reicht. Und zack, da haben wir sie. Und damit sind quasi jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 abgeschlossen. Nochmal kurz die Map, also hier unten einfach hochfliegen, easy. Da kommt man relativ einfach ran. Dann kommen wir zur nächsten Glyphe und zwar haben wir hier oben eine Drachenglyphe Schuppenknackergipfel. Ich bin jetzt einmal hier an den Punkt gelaufen zu dem Haus, da kann man einfach über den Weg hinlaufen. Also ihr seht es vielleicht, ne, da hinten an dem Haus entlang. Und ja, wahrscheinlich müssen wir auf 1-2 mal fliegen, weil das ist ganz da oben. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und gucken mal, wie weit wir hochkommen. Ich habe jetzt auch schon was geskillt und zwar, dass ich meine Elan-Regeneration ein bisschen zügiger ist. Gucken wir mal. Ah, das ist ganz oben, okay. Gut, also jetzt sind wir hier mittelhoch. Mal gucken, jetzt versuche ich auf einem von den Gipfeln mal Halt zu machen. Oh, halt, halt, halt. Hier, Gipfel. No, 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 no. Ah, okay, also das, ne. Ich habe schon mal ein bisschen verkackt. Ich wollte zu hoch hinaus. Also wir sind jetzt einmal mittelhoch. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten, bis ich wieder genug geladen habe, dass ich ganz nach oben komme. So, ich habe jetzt noch ein Stück abgewartet. Jetzt ist mein Elan, heißt das glaube ich, hier wieder voll. Ich habe hier auch was geskillt, dass das schneller geht. Und jetzt können wir quasi wieder ein Stückchen weiter hochfliegen. Vielleicht schaffen wir es auch bis nach ganz oben. Ah, ja, es könnte reichen. Einmal habe ich noch. Ja, wunderbar. Und damit haben wir das auch erreicht. Und ihr seht, wir sind ziemlich weit oben. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, vielleicht schaffen wir es jetzt von dem Punkt hier tatsächlich auch hier rüber. Und zwar haben wir da auch noch eine Drachenglyphe Observatorium der Lebensbinderin. Und eventuell geht es aus. Also wir sind jetzt quasi von dem Gipfel, fliegen wir jetzt rüber. Da habe ich jetzt noch nicht geguckt, wo es genau ist. Aber das können wir vielleicht ausnutzen. Ah, das ist oben drauf. Okay, es reicht auch, dass quasi meine Regeneration das mitnimmt. Und dann haben wir die auch noch, Observatorium der Lebensbinderin, dass ich es noch rausbringe. Und vielleicht kriegen wir jetzt sogar, weil wir relativ hoch sind, noch eins hin. Und zwar, was wäre jetzt noch in der Nähe? Da hinten hätten wir noch eine. Und zwar, wo haben wir sie hier? Überwallende Quellen. Aber ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden, dass wir das auch noch holen. Aber da oben, das ist einer der höchsten Punkte, was ich bis jetzt war in der Zone. Ah, ich glaube, wir kacken gerade ein bisschen ab. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Vielleicht schaffen wir es bis zu den Quellen hin. Ah, schau mal, da oben ist es. Doch, 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 das packen wir. Wir haben wieder genug Elan. Jetzt segeln wir aber schon ganz schön langsam. Und, nein, komm, 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 komm. Ja, aber gerade noch. Okay, also mehr wäre jetzt echt nicht mehr gegangen. Gut, dann haben wir hier auch noch die überwallenden Quellen. Und ja, sobald ich jetzt wieder genug gereckt habe, holen wir uns die anderen, hätte ich gesagt. So, meine Balken sind wieder aufgefüllt. Jetzt bin ich immer noch in demselben Spot, also hier bei 4651, wo wir uns eben die Drachenglyphe der überwallenden Quellen geholt haben. Und jetzt wollen wir einmal hier rüber, Obsidian-Bollwerk, und mal gucken, ob wir das noch einmal erhalten können, ob wir soweit kommen. Ist schon ein ganz schönes Stück weg. Also erstmal noch ein bisschen weiter nach oben. Und dann müssen wir uns erstmal angucken, wo sich das befindet. Gut, vielleicht schießen wir uns mal ein Stück nach vorne. Hier muss es irgendwo sein. Wahrscheinlich. Ah, da unten ist es. Okay. Also da kommen wir, denke ich mal, ganz gut hin. So. Oh, habe ich es nicht erwischt? Ups. Jetzt haben wir es erwischt. Jetzt bleibe ich aber auf dem Pfosten stehen und warte wieder, bis ich genug von den vom Elan habe und dann flattern wir weiter zum nächsten. Wahrscheinlich irgendwo. Da haben wir noch 3 Stück. Hier oben ist nur eins. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Dann kommen wir zur nächsten Glyphe. Und zwar haben wir die da oben, Obsidian-Thron. Und ja, ich bin jetzt eben von dem Punkt, wo wir eben waren, einmal hier rüber geflogen auf so eine Zwischenebene von diesem größeren Gebäude, wo eine Instanz drin ist.
Und von da aus, also ihr seht, hier ist diese Zwischenebene, wo ich gerade bin, da hinten sind wir hergeflogen. Und von hier aus will ich jetzt einmal da hoch zu diesem Lavasee und anscheinend soll da das Teil sein. Ich würde sagen, da gucken wir mal, ob wir hinkommen. Da geht es aber schon ganz schön gewaltig auf. Oh, da oben sehe ich es schon. Gehen wir nochmal eine Ebene hoch. Zweimal kann ich noch. Okay, ne, das könnte vielleicht eng werden. Na, das wird nix, das wird nix. Leute, okay, da müssen wir dann nochmal kurz warten. Und sobald ich wieder genug Energie habe, werden wir uns das Teil schnabulieren. So, in der Wartezeit habe ich jetzt hier nochmal das nächste geskillt, ne? Das können wir hier einfach, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gezeigt habe, einfach aufmachen. Dann kann man nebenbei auch was skillen. Und ja, jetzt können wir uns, denke ich mal, das Teil da oben noch holen. Einmal hoch, zweimal hoch vielleicht. Einmal vorbeigeflogen. So, jetzt haben wir es. Und damit, ja, fehlen jetzt nicht mehr viele. Ich habe gerade gesehen, dass die anderen hinten in der Zone quasi nicht dazugehören. Es sind nur noch zwei offen und das müssten die beiden da hinten sein. Da werde ich aber wahrscheinlich jetzt nicht ganz rankommen. Und ja, ich würde sagen, da sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort stehe. So, dann bin ich am nächsten Spot. Es hat jetzt tatsächlich gereicht, dass ich von hier oben rübergleiten konnte bis hierhin. Und zwar mal einmal hier die Drachenglyphe, Gipfel des Rubinenlebensbeckens. Die ist einfach hier ganz unspektakulär oben auf dem Berg. Also ihr seht, theoretisch könnt ihr wahrscheinlich, wenn ihr es nicht geschafft habt, einfach hier rüberfliegen von der Hauptstadt, oder von der Hauptstadt, sage ich jetzt, also von diesem Hauptspot Rubinenlebensbecken einfach hier hoch. Das sollte nicht der Stress sein, das ist nicht sonderlich weit hoch. Und dann ist die gleich hier oben. Wir wollen uns jetzt aber gleich beide holen. Und zwar hier unten haben wir eine Blitzfrost Enklave schimpft sich das und mal gucken, ob wir die auch gleich dazu nehmen können. Gut, also wir sind jetzt einmal hier an den Koordinaten, schauen wir mal 54, 75 und dann heben wir jetzt einmal hier ab, haben erstmal das erste und das zweite soll anscheinend hier unten irgendwo über den Höhleneingang sein. Ah, und hier sehe ich schon, also einfach hier rüber und da ist dann das zweite Ding. Oh, ich bin nicht durchgekommen. Ah, jetzt habe ich es und ja, damit haben wir alle in der ersten Zone. Insgesamt 12 Stück. Und jetzt würde ich sagen, landen wir hier einmal irgendwo. Und dann damit auch schon das Achievement fertig. Gucken wir einmal rein. Also hier Glyphenjäger, Küste des Erweckens. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns noch die Dinger in den anderen Zonen. So, Dala, ich bin jetzt in die nächste Zone rüber. Und zwar sind wir jetzt in den Ebenen von Onaria oder so, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Hier wollen wir uns gleich zwei holen. Und zwar haben wir einmal hier Sumpfholzmoor, die Drachenglyphe und hier unten haben wir Außenposten der Rubinschuppen und ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 78, 20. Ihr seht, das ist direkt hier auf dem Weg hoch und hier haben wir eine relativ nah, deswegen nehme ich jetzt erst die hier, die ein bisschen weiter im Gebiet drin ist. Also, wenn ich nicht so blöd wäre. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt haben wir sie erwischt. Okay, sehr schön. Also die erste haben wir schon und jetzt will ich hier nämlich runterfliegen und da unten, nämlich ein bisschen tiefer, ist die zweite hier über der Brücke. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen, aber so könnt ihr euch quasi beide in einem Aufwasch mitnehmen, wenn ihr oben startet und quasi ein bisschen nach unten fliegt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch, wo die anderen Glyphen sind. Dann schauen wir uns die nächste Glyphe an. Und zwar habe ich hier oben eine gesehen, die ist einmal, schimpft sich das Rustzatar-Vorstoß. Das Ding ist, hier ist so ein Bergkamm, der vor mir ist. Da komme ich jetzt nicht hoch. Wahrscheinlich müssen wir hier auf mehrmals. Ich würde sagen, wir heben jetzt hier mal ab. Und schauen wir mal, wie weit wir hier hochkommen. Also hier haben wir diesen Berg. Vielleicht kommen wir da von der anderen Seite irgendwo hoch. Und da hinten müsste die dann irgendwo sein. Ah, die ist einmal da oben. Jetzt gucken wir mal. Ich würde behaupten, dass das hier nichts mehr wird. Heißt, wir stellen uns jetzt einfach hier unten einmal hin und laden unsere Energie wieder auf. Und dann können wir auf ein zweites Mal nach oben. Wahrscheinlich kann man hier auch irgendwie anders hochlaufen, aber ja, aktuell habe ich die Gebiete noch nicht erkundet. Ah, schau mal, hier gibt es einen Weg, aber der geht anscheinend auch nicht hoch. Nee, wahrscheinlich kommt man hier nur mit dem Drachenreiten nach oben. So, wir haben jetzt ein bisschen gewartet. Ich konnte auch nochmal was skillen. Tatsächlich habe ich jetzt genug Punkte, um hier quasi den nächsten Punkt zu machen. Man braucht die alle drei, um quasi hier weiterzukommen, ne? Ein bisschen blöd, aber jetzt können wir einmal nach oben. Hab mich schon wieder einmal verklickt. Dann sind wir jetzt hier einmal ganz oben am Punkt angelangt und vielleicht können wir jetzt noch irgendeins mitnehmen, was hier in der Nähe ist. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal das da hinten. Oder wir machen das hier, komm. Dann haben wir hier alle weg in der Ebene und schauen wir mal, wie weit wir da hinkommen. Und zwar haben wir da Unharas Horst.
Das heißt wirklich Horst, oder? Ja. Gut, anscheinend ist es ein wenig komisch benannt. Ich vermute jetzt mal, das wird hier oben irgendwo sein. Aber da werden wir es wohl... Nee, das wird nicht klappen. Mal gucken, vielleicht können wir irgendwo auf der Zwischenebene anhalten. Und dann ist es wahrscheinlich ganz, ganz oben. Müsste das nicht... Das heißt nicht Horst, sondern wirklich Horst, das Ding. Na gut. Ich kenne immer nur einen Vollhorst. Okay, heißt, wir werden hier irgendwo bei den Wasserfällen landen müssen, oder? Ja, doch, da schaffen wir es. Ganz oben ist so eine Eulenstatue. Das heißt wirklich Horst. Ich habe mich nicht verguckt. Gut, dann lade ich meine Energie wieder auf und dann schauen wir weiter. So, da, jetzt haben wir lang genug gewartet. Jetzt müsste ich es hoffentlich da hochschaffen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Oh, aber gerade so. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch weit genug kommen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht hier hinten noch das nächste holen. Da zur Festung. Nokudon heißt die. Aber ich glaube, da wird es vielleicht ein bisschen eng werden. Mir wurde jetzt gerade auch der Tipp genannt, ich soll ein bisschen leicht im Sturzflug bleiben, um diese Geschwindigkeit zu haben. Und dann lade ich hier tatsächlich wieder das Zeug auf. Ah ja, gar nicht so schlecht. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Dann können wir jetzt vielleicht hier an der Festung das Teil auch gleich holen. Das ist ja relativ genial sogar. Ach, da oben ist es. Okay, dann machen wir jetzt hier wieder das Hochfliegen. Ah, seht ihr, das hat wunderbar geklappt. Das haben wir auch. Dann würde ich sagen, dass wir gleich das nächste hier gucken. Und zwar Smaragdgärten wären dann hier noch am Start. Dann fliegen wir wieder leicht nach unten, bis wir aufleuchten. Ah ja, jetzt okay, oder? Ah ja, jetzt bauen wir die Ressource wieder auf. Okay, na gut, ich bin auch noch ein bisschen am Üben tatsächlich. Schauen wir mal, wo das Ding rumhängt. Ah, hier haben wir's. Marktgärten. Dann fliegen wir mal wieder ein bisschen nach oben. Dann können wir vielleicht auch gleich das nächste noch mitnehmen. Wieder ein bisschen nach oben. Was haben wir hier? Ewige Kugane haben wir da. Ich glaube, jetzt werden wir doch abkacken. Wo ist denn das? Irgendwo da hinten. Einmal kann ich noch nach oben. Ich sehe es jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Ah, da ist es. Komm, 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 komm. Oder? Vielleicht? Nee, das wird nichts. Okay, das machen wir dann gleich nochmal. Dann legen wir hier eine kurze Pause ein. Aber es war schon mal nicht schlecht. Ja, ich melde mich, sobald wir wieder genug Energie haben, hätte ich gesagt. So, Energie ist wieder soweit aufgeladen. Jetzt zeige ich vielleicht nochmal die Koordinaten, weil wir jetzt ein paar am Stück abgeklappert haben. Hier 29, 75. Ewige Kurgane, oder wie man das ausspricht. Und ja, da oben ist das Ding. Das müssten wir jetzt eigentlich gut erreichen können. Einmal hoch. Zweimal hoch. Ach komm. Jetzt haben wir es. Okay. Und jetzt fliegen wir da runter. Da ist anscheinend auch nochmal eine Instanz. Mal gucken. Jetzt machen wir das wieder mit einem leichten Sturzflug. Ah ja, okay. Vielleicht kann ich ein bisschen weniger Sturzflug. So müsste es gehen. Weil jetzt laden wir anscheinend das Zeug noch auf. Also das sieht gut aus. Lass mich raten, das ist in dem Turm da drin, oder? Ah ja, es ist in dem Turm. Okay. Das haben wir jetzt auch. Hier oben ist auch noch eins. Vielleicht kommen wir da noch ran. Ah, da werden wir jetzt wahrscheinlich wieder abkacken, oder? Doch, vielleicht. Hallo? Ah, jetzt. Spiegel des Himmels haben wir jetzt hier geholt und das andere, wie hieß das? Skar-Skelett oder irgendwie so, also die haben wieder ganz komische Namen. Dann haben wir hier unten noch eins, Quelle von Oniri. Mal gucken, wo das ist. Ah, das ist da ganz oben. Okay, da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz hochkommen. Okay, das haben wir verkackt. Heißt, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen warten. Also hocken wir uns hier auf den Berg hier drauf. Also wir hatten jetzt das hier gemacht, das bei den Koordinaten 45, 64 in dem Turm drin. Dann hier oben an dem Gipfel auf 47, 71, das war der Himmelsspiegel. Und jetzt wollen wir uns hier das holen auf den Koordinaten 56, 80 und zwar Quelle von
Oniri oder Oniri. Okay, ja gut. Einige haben wir jetzt schon. Mittlerweile fehlen jetzt hier nur noch drei. Das geht eigentlich relativ zügig, wenn man von einem zum anderen fliegt. So, ich habe meine Energie wieder aufgeladen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die anderen auch noch mitnehmen können. Also erstmal hier oben haben wir das Teil ja. Müssen wir jetzt ein gutes Stück nach oben. Einmal. Zweimal. Okay. Quellen von Onari haben wir schon mal. Dann fliegen wir jetzt hier rüber zum nächsten Winterspielanhöhen, schimpft sich das. Die werden hier irgendwo auf dem, ja, eher wenig hohen Gipfel sein. Jetzt mache ich wieder so einen leichten Sturzflug. Ah ja, da haben wir es. Holen wir uns das hier. Die Winterspielanhöhen. Und das letzte, was jetzt hier in der Zone noch ist, haben wir Drachenquellgipfel. Das ist einmal hier ganz drüben. Jetzt tun wir mal wieder einen kleinen Sturzflug einlegen. Wahrscheinlich kann ich sogar jetzt nochmal was skillen, oder? Ah ja, jetzt kann ich hier was auswählen. Aber das gucke ich mir nachher mal genauer noch an. Dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Ah, ich muss ein bisschen rüberziehen, tatsächlich. Ah, zwei, dreimal kann ich vielleicht nach oben kommen, aber dann wird es auch schon wieder ausbeißen. So, dann ziehen wir jetzt einmal nach oben. Da hinten ist anscheinend auch schon wieder... Ah ne, das ist kein Instanzeingang. Ich habe teilweise zwei Add-ons, die übereinander lappen. Noch einmal nach oben. Das könnte vielleicht... Könnte es reichen? Oh nein, der Drache kackt ab. Ja gut. Also, ich glaube, da müssen wir jetzt nochmal kurz warten. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt es mir in die Kommentare. Also bei mir war es ein bisschen zu kurz, leider. Sodala, Energie ist wieder aufgeladen. Dann einmal nach oben, holen wir uns das Teil hier. Na komm. Gut, dann haben wir jetzt hier die Ebenen von Onara auch fertig. Und jetzt geht's gleich ins nächste Gebiet. Und zwar haben wir, ups, das muss ich mal rausklicken, das Azurblaue Gebirge heißt das. Und da habe ich mir auch schon eins rausgesucht. Hier haben wir das erste, Flussgabelkreuzung schimpft sich das. Und mal gucken, ob das relativ weit unten ist. Aber das scheint jetzt nicht auf irgendeinem Gipfel zu sein. Ah, seht ihr? Das ist direkt hier beim nächsten Gebiet. Können wir einmal eintüten gehen. Und dann schauen wir gleich mal, wo wir als nächstes hinkommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen nach links. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen verkackt. Und zwar haben wir hier Bachzahnbau. Aber ich glaube, da werden wir jetzt ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, oder? So, einmal nochmal ein bisschen hoch. Schauen wir mal, ob wir zu dem Bachzahnbau kommen. Oh, hier geht's gut runter. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen Speed sammeln. Ich habe jetzt auch nochmal ein bisschen weiter geskillt. Da konnte man jetzt was skillen quasi, wo man dementsprechend, wenn dann Damage verursacht, wenn man auflandet oder sich so ein Schild kriegt und Speed. Aber das hat beides jetzt nichts damit zu tun, dass der Drache schneller wird, sondern lediglich damit, dass man, ja, so einen kleinen Kampfvorteil hat. Aber 3000 Schaden, den man Gegnern verursacht beim Landen, wenn man da irgendwie 10 Stacks hat, finde ich jetzt nicht so krass. Und das Schild ist nice to have, aber man kriegt auch einen Geschwindigkeitsbuff, deswegen dachte ich mir, ich nehme den mit. Gut, dann haben wir jetzt hier noch eine Brackenfellhöhle. Mal gucken, wo das Teil ist. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, das ist da oben, okay. Dann müssen wir einmal nach oben. Uff! Haben wir aber ganz, ganz wild verfehlt. Das haben wir auch noch. Okay, dann kann ich vielleicht gleich das nächste hier hinten noch holen. Fliege ich einfach einmal so das Gebiet rum, hätte ich gesagt. Machen wir wieder so leicht nach unten. Das ist hier anscheinend wieder vor einer Instanz. Und zwar Azurarchiv schimpft sich das. Mal schauen. Einmal wieder nach oben. Ich wird gesagt, ich soll eigentlich jetzt immer nur den Aufstieg gen Himmel so rum benutzen und dann immer so leicht nach unten mich neigen, dann lädt sich das wieder auf, wieder den Aufstieg und dann gleich wieder nach unten neigen. Oh, warte mal, aber da muss ich weiter hoch, ne? Na, ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Das scheint ein bisschen zu weit zu sein, tatsächlich. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwo in der Nähe landen und dann muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen rumlaufen. Das ist dann doch ein bisschen zu hoch vom Gipfel her. Aber wir sind schon relativ weit gekommen. So, nochmal einmal ein bisschen oben. Vielleicht kann ich es auch einen Ticken umfliegen. Ah, nee. Viel weiter kommen wir nicht. Okay, ich würde sagen, ich laufe jetzt hier ein bisschen rum, lade meinen Balken wieder auf und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich bin jetzt noch ein Stückchen gelaufen und zwar bin ich jetzt hier unten bei den Koordinaten 42, 57. Da kann man ganz normal hochlaufen. Ihr seht, hier ist eine Straße und dann geht's hier, bin ich noch ein Stück weiter hochgelaufen. Und jetzt wollen wir hier hinter zum Azur-Archiv und ja, mal gucken, wie weit wir kommen mit unseren 4 Aufladungen. Oh Mist, jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Ich habe das nach vorne schießen gedrückt. Also eins habe ich schon mal verkackt. Wahrscheinlich ist das da ganz oben, oder? Schauen wir mal. Ah, oder? Ist das da hinten? Nee, das ist es nicht. Irgendwann mal wieder ein bisschen runter. Noch einmal hoch. Ah, das wird ganz da oben sein. Nochmal Aufstieg. Ah, das werde ich nicht schaffen, oder? Ah, weil ich es verkackt habe. Ne? Ich habe einmal das Falsche gedrückt. Okay, also wenn ihr es nicht verkackt, dann müsst ihr es auf einmal schaffen. Ich muss jetzt da nochmal ein bisschen was abwarten. Warte, wo ist es da? Vielleicht schaffe ich es direkt. Dann können wir auch schon mal gucken, wo wir als nächstes hinfliegen. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Den Außenposten. Oder ich spare meine komplette Energie zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe wieder genug Elan aufgeladen. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal nach oben. Ach Mist, jetzt bin ich an dem Ding hängen geblieben. Das war jetzt schon mal eine Nullnummer. Okay, also hängen bleiben sollte man nirgends. So, okay, jetzt musste ich 3 Dinger dafür aufbauen, hab's aber einmal bekommen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir zu den anderen Dingern noch rüberkommen. Also, ich will jetzt einmal Zeltrak Außenposten noch holen. Ich denke mal, das müsste eigentlich funktionieren. Wenn ich mich leicht nach unten neige, dann müsste das eigentlich klappen, je nachdem, wie hoch das ist. Und vielleicht können wir dann das andere hier auch noch mitnehmen, den Imbu. Jetzt gucken wir mal. Ja, ich baue schon wieder ganz gut was auf. Ah, seht ihr? Da sehen wir es leuchten. Das ist hier anscheinend an den Bäumen dran. Hier haben wir es. Das haben wir einmal eingetütet. Und jetzt müssen wir hier einmal komplett drehen. Und zwar hier hinten haben wir dann Imbu. Das ist auf den Koordinaten 60, 69. Bisschen durch die Bäume durch. Man sollte anscheinend nirgends hängen bleiben, weil sonst, wie ihr eben gesehen habt, bei diesem Drachenkopf, der da als Steinskulptur rumstand, braucht man hier quasi seine Ressourcen auf. Okay, ist das jetzt weiter unten? Oh, das ist richtig weit unten. Ja gut, dann wird das wahrscheinlich mit dem nächsten Ding nichts mehr. Jetzt holen wir uns das Imbu-Ding einmal. Und dann schauen wir mal, dass ich hier noch einmal hochkomme. Komm, jetzt verbrauchen wir mal alles, was wir haben, dass wir ganz nach oben kommen. Nochmal. Okay. Und jetzt haben wir da noch eins auf dem Turm. Ah, macht das Sinn? Doch, das kriegen wir. Okay, das waren jetzt Ruinen von Kratna. Und das, dann haben wir jetzt hier noch ein paar, aber da wird es wahrscheinlich jetzt eher schwierig, dass wir noch hochkommen, oder? Jetzt schauen wir mal. Vielleicht noch einmal nach oben. Ist ganz da oben, oder? Ja gut, ich glaube, dass... Oh shit, da sind richtig viele Gegner. Kann ich da irgendwo anhalten? Ja, okay. Also ich vermute mal, das wird da ganz oben auf dem Turm sein. Und zwar sind es die verlorenen Ruinen. Da sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 70, 45. Und da spare ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Energie und dann gucken wir gleich nochmal, ob wir da raufkommen. So, da jetzt sieht's gut aus. Wir können wieder einmal nach oben flitzen. Zweimal. Ist die da oben drin? Dreimal. Okay, dann holen wir uns die einmal. Perfekt oder auch nicht. Ja gut, jetzt bin ich gelandet, weil ich glaube, sonst hätte ich sie nicht erwischt. Im Flug wurde es gerade ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir noch eine Aufladung. Ich würde sagen, wir laden nochmal auf und dann gucke ich mal, ob ich die anderen noch holen kann. Das war jetzt übrigens bei 7046. Die verlorenen Ruinen. So, dala, jetzt habe ich auch ein bisschen weiter geskillt. Und zwar haben wir jetzt hier 5 Elan, wie ihr unten seht. Also wir können ein bisschen weiterfliegen damit. Und als nächstes wollen wir uns jetzt einmal die Bergkette von Vaktros holen. Beziehungsweise vielleicht schaffen wir auch noch den Ronin-Schild. Das hier ist einmal bei den Koordinaten 72, 39. Und hier haben wir die Koordinaten 67, 29. Ich bin immer noch auf dem Berg hier oben, beziehungsweise auf dem Turm. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal nach oben. Und ich glaube, ich muss ganz weit nach oben. Nochmal. Und dann sieht es doch jetzt hier schon gut aus. Dann holen wir uns das einmal. Das sieht aber hier ziemlich nice aus. So, da haben wir es. Bergkette von Vaktros. Und dann flattern wir jetzt in die Richtung hier hinten weiter. Wieder leicht gesenkter Sturzflug. Dass wir einmal ein bisschen aufladen. Ah, mit 5 ist es natürlich jetzt schon echt schick, ne?
Ist das in dem Dings drin? Ah, das ist hier in dem Turm drin. Ja, da muss ich jetzt landen. Das hilft leider alles nix. Und dann haben wir auch noch Ronins Schild einmal. Ich würde sagen, ich lade wieder neu auf und dann schwingen wir uns erneut in die Lüfte. Gut, die Energie ist wieder am Start. Jetzt wollen wir uns noch die letzten beiden holen. Und zwar der gefallene Gang ist das. Und hier hinten haben wir dann noch Kobold Konvent. Und ich bin jetzt an dem Ausgangspunkt, wo wir vorher schon waren, auf diesem Turm. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie weit wir kommen damit. Steigen wir erstmal zweimal hoch. Und dann ein bisschen runter. So in die Richtung. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen nach oben steigen. Hm? Aber jetzt reckt mir erstmal noch ein bisschen Energie. Solange ich nicht an dem Baum hängen bleibe, sollte alles gut sein. Das scheint irgendwo an der Straße dran zu sein, so wie es aussieht. Guck mal, da haben wir's. Okay, das erste haben wir schon mal eingetütet. Also, gefallener Gang ist abgehakt. Dann können wir jetzt hier nochmal einen Tick nach oben. Steigen wir zweimal nach oben. Oh, lass mich raten, das ist auf dem Turm oben, oder? Mal gucken, ob ich da noch hinkomme. Ach, das ist ganz, ganz oben. Ja gut, da wird's dann wohl leider ausbeißen. Holy moly, was kickt's mich denn jetzt hoch? Hä, das hat mich jetzt so viel mehr hochgekickt als sonst. Ja gut, dann haben wir das doch geschafft. Sehr schön. Und ja, jetzt haben wir quasi auch die nächste Zone fertig. Warte, wir machen wieder einen leichten Sturzflug, dass wir Energie regenerieren. Damit ist das azurblaue Gebirge auch abgeschlossen. Und dann haben wir jetzt noch eins. Und ich würde sagen, da flattern wir jetzt mal rüber und gucken, was wir da noch holen können. Dann kommen wir zum letzten Gebiet, und zwar Taldrassus schimpft sich das. Ich bin jetzt einmal schon in der Zone hier auf den Koordinaten 36, 87. Und hier oben haben wir das nächste Tor der Sündfeste. Und ja, ich befinde mich jetzt hier auf einem kleinen Vorsprung. Da kann man ganz normal einfach hier über so einen Weg hochlaufen. Und ihr seht, da ist die Brücke zum Gebiet, wo wir gerade waren. Da haben wir auch ja so einen Teil geholt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, ob wir da ganz hoch kommen, indem wir jetzt einmal hier schon mal losfliegen. Einmal nach oben. Dann nochmal nach oben. Dann nochmal nach oben. Wo ist das denn? Muss ja irgendwo hier sein. Ist bestimmt in dem Gebäude drin, oder? Lass mal schauen. Ah, da haben wir es doch. Also, das erste Teil haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, habe ich versehentlich abgemountet und flieg runter. Oh boy, das... Okay, irgendwas habe ich mich verklickt anscheinend gerade, sonst hätten wir jetzt noch ein paar andere holen können. Ich bin aber nicht gestorben. Und ja, jetzt müssen wir erstmal nochmal ein paar Drachenpunkte oder Elan aufladen und dann würde ich sagen, holen wir uns die anderen noch. Sodala, ich habe meinen Elan wieder aufgeladen, ich hänge immer noch hier an der Wand. Und jetzt wollen wir uns mal den Sturmschleiergipfel holen. Der ist auf den Koordinaten 46, 73. Und dann hier hinter Rundblick. Und ja, dann schauen wir mal, was wir noch kriegen. Vielleicht kriegen wir den hier auch noch mit, den Zeitfluss. Mal schauen. Also die drei sind jetzt angepeilt. Ich bin ja noch relativ weit oben. Wahrscheinlich, wenn ihr es nicht verkackt habt, hättet ihr von weiter oben noch starten können. Aber ja, egal. Warte mal, jetzt ziehen wir einmal nochmal kurz nach oben. Und dann müssen wir so ein bisschen hinten in die Richtung. Oh, das ist aber schon ganz schön weit, ne? Also das ist, glaube ich, alles ein bisschen höher noch. Heißt, ich ziehe jetzt hier mal nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Schauen wir mal, ob das reicht. Nein, das reicht nicht. Okay. Okay, heißt, wir warten jetzt hier erstmal nochmal auf der Zwischenstation. Gut, der Elan ist wieder voll aufgeladen. Dann würde ich sagen, schnabulieren wir uns das Teil da oben. Einmal nach oben. Teilweise kommt es mir so vor, manchmal dieses nach oben kicken wesentlich weniger bringt als bei anderen Dingern, ne? Gut, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich wieder ein bisschen fallen lassen, denn jetzt ist hier unten nochmal eins, und zwar elementar schimpft sich das. Ist das arg weit unten oder kann ich ein anderes vorher erreichen? Seht ihr mal, das eine ist da unten und das andere ist hier. Dann werden wir uns das mal als erstes holen. Und zwar das Zeitding. Also das Zeitteil holen wir uns jetzt als erstes. Ich habe es sogar erwischt. Wie schimpft sich das nochmal? Zeitfluss. Und dann holen wir uns jetzt hier das andere. Rundblick.
haben wir jetzt uns auch noch geholt. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hinten noch mit, weil jetzt da nochmal rüber zu fliegen wird wahrscheinlich nichts. Dann machen wir jetzt irgendwie so die Runde. Au, ist das da oben? Steigen wir mal hoch. Ah, das scheint da oben zu sein. Okay, nochmal hoch. Nochmal hoch. Teilweise hackelt es ein bisschen, ne? Shit, jetzt bin ich zu schnell geflogen. Ah. Valdrakken war das jetzt. Das ist hier oben in der Hauptstadt an der Spitze. Dann würde ich sagen, drehen wir einmal ab und machen das hier. Algetera, irgendwie so. Also Namensaussprache, ne? Ist bei mir quasi nicht existent. Aber das Teil holen wir uns. Auf den Koordinaten 50, 40 ist das. Jetzt gucken wir mal. Ich vermute, dass es im Turm ist. Aber wir werden gleich sehen. Ah, nee, es ist oben auf dem Turm drauf. Aber seht ihr, die Dinge ist jetzt schon fast wieder aufgeladen. Sehr schön. Dann haben wir das auch eingetütet. Jetzt schaue ich mal, dass wir das mitnehmen und dann das da hinten vielleicht. Jetzt machen wir wieder leicht geneigt nach unten. So, dann wieder einmal nach oben. Nochmal nach oben. Ah, das wird wahrscheinlich da auf der Spitze sein. Nochmal nach oben. Shit, boah, bin ich schnell unterwegs. Holy shit. Wo ist denn das? Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Vielleicht ist es im Turm drin. Nee. Also es müsste eigentlich hier sein, aber ich sehe es leider nicht. Vielleicht gibt es da irgendwie eine geheime Kammer oder so. Hier ist es auch nicht. Ja gut, dann werden wir uns das nachher anschauen. Vielleicht muss man sich da irgendwo hinporten oder ich habe es jetzt einfach übersehen. Hier scheint es aber auch nicht zu sein. Oder es ist da in dem Raum drin, aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal stehen und ich fliege jetzt hier hinten nochmal ein Stück weiter. Und zwar hatten wir hier auch noch eins. Das verhüllte, wie schimpft sich das? Ossuarium. Genau, das werden wir uns jetzt mal holen. Und dann muss ich halt hier nachher nochmal zurückfliegen, mal gucken. Also ich habe es jetzt oben nicht gesehen, also über dem Dings. Es war in dem Turm nicht drin, vielleicht ist es irgendwo unten, ne? Mir schreibt gerade hier jemand im Chat, dass es innen oben ist, okay. Also muss ich wahrscheinlich in das Gebäude rein, da werden wir jetzt gleich nochmal gucken. Oh shit, ich bin hängen geblieben. Na komm. Okay, verhülltes Ossuarium oder irgendwie so. Haben wir das auch. Dann flattern wir jetzt einmal zurück. Und dann gucken wir nochmal rein. Also, dann schaue ich einmal in das Gebäude rein. Oben in dem Turm gab es noch einen Raum. Okay, dann gucken wir mal, ob wir oben im Turm einen Raum finden. Kann das sein, dass das jetzt nicht ganz reichen wird, um da wieder hochzukommen? Ich befürchte es fast. Vielleicht kriegen wir da noch was aufgeladen, aber das sieht eher schlecht aus. Kann ich mich dann noch einmal hochwerfen. Aber da müssen wir, glaube ich, dann einen Cut kurz setzen. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Okay, gut. Ich warte jetzt mal hier kurz und sobald ich wieder genug Elan habe, melde ich mich. Sodala, ich bin jetzt mal noch vor dem Turm wieder hochgeflogen. Also da unten waren wir an der Wand gehangen. Hier vor dem Turm. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 60, 39. Und hier haben wir den Turm, den wir ja vorher nicht so ganz für uns gewinnen konnten, zumindest die Glyphe nicht. Und das ist nämlich einmal Akademie von Algetar, schimpft sich die. Und mir wurde gesagt, ich soll hochfliegen in den Raum oben, wo ich war, bloß an die Decke gucken. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich habe auch noch mal ein bisschen was geskillt, ne? Und bis auf eins haben wir jetzt alles. Jetzt habe ich hier noch mehr von den Balken, jetzt würde ich sagen. Schauen wir mal, wie es ausguckt. So, nochmal ein Stück hoch. Also ich soll jetzt quasi in das Gebäude rein und dann nach oben. Ah, da haben wir es doch, das Akademie-Ding. Gut, das haben wir jetzt einmal eingetütet. Jetzt schauen wir die anderen beiden hier noch an, hätte ich gesagt. Ziehen wir einmal noch nach oben und nochmal nach oben. Und dann machen wir jetzt ein bisschen so einen ganz leichten Senkflug. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was aufladen. Ich habe auch noch geskillt, dass wir die ganze Zeit... Nee, jetzt... Ah, doch, jetzt laden wir was auf. Jetzt sind wir wieder blau. Hier gibt es auch noch jede Menge Schätze. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, dass wir da hochkommen. So. Jetzt ziehen wir hier einmal hoch.
Und nochmal nach oben. Und dann haben wir da noch ein Item. Das wird nicht reichen, oder? Na komm, 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 komm. Einfach nur traurig. Ja gut, heißt, das kriegen wir jetzt leider um den Mühe nicht. Wir sind jetzt einmal hier oben und zwar will ich mir jetzt als nächstes Türhold holen und hier hinten haben wir da noch Gewölbe der Inkarnation und die beiden holen wir uns als nächstes. Das ist einmal auf den Koordinaten 61, 56 und das hier haben wir auf den Koordinaten 72, 51. Ich lade jetzt aber erstmal meine Energie wieder auf und dann schauen wir weiter. So, dala, wir sind immer noch im selben Spot. Jetzt schauen wir mal, dass wir Türhold als nächstes kriegen. So, einmal hier nach oben, das müsste eigentlich reichen. Gleiten wir langsam rein. Da haben wir Türhold. Dann wieder ein Stück hoch. Ah, machen wir noch ein Stück, oder? Gut, okay. Leichter Senkflug. Und jetzt wollen wir hier hinter Gewölbe der Inkarnation. Schauen wir, dass wir wieder ein bisschen was aufladen können. Das ist, glaube ich, auch dann da hinten die Raid-Instanz, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, mal schauen, hier am Gipfel hoch, das wird wahrscheinlich dann eher knackig. Dann werden wir wahrscheinlich dann wieder ein bisschen halbe Sachen machen müssen. Also, das Ding haben wir, das ist hier seitlich dran. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier den Gipfel noch hochkommen. Ich denke mal, das müssen wir auf zweimal machen. So, also, einmal hoch. Noch einmal hoch. Noch einmal hoch. Ich weiß nicht, wenn man das überlappt, ne, ob das dann besser ist oder... I don't know. Noch einmal nach oben. Noch einmal nach oben. Noch... Oh, vielleicht schaffen wir es sogar. Jetzt mit den ganzen Sachen zum Skillen, ne? Seht doch mal, wie das hochgeht wieder. Das reckt sich halt richtig gut hoch. Noch einmal... Und noch einmal. Easy. Ich habe sogar noch eine Aufladung. Okay, dann haben wir den Taldrassus-Gipfel. Ganz oben. Also ich denke mal, das andere jetzt wird relativ easy noch zu kriegen, weil höher als das ist, glaube ich, nichts hier in der kompletten Dracheninseln. Und das war jetzt hier oben auf den Koordinaten 72, 68. Und jetzt wollen wir hier noch hin auf die Koordinaten 65, 82. Und zwar Temporalkonflux schimpft sich das. Und da segeln wir jetzt mal ganz steil nach unten. Ich habe schon wieder alles aufgeladen, ne? Also ich habe jetzt fast alles geskillt, bis auf das letzte hier. Und damit kann man natürlich schon wesentlich schneller fliegen. Und das Schöne ist, mit Twinks geht das natürlich auch. Jetzt guck mal, dass wir das letzte euch noch holen. Das kann ich euch dann gleich zeigen, weil ich bin ja parallel noch mit einem zweiten Char online. Die mich schon länger verfolgen, wissen, ich habe mehrere Accounts, was dann immer ganz entspannt ist, wenn man sich verschiedene Sachen noch fahren will. So. Da haben wir das letzte Teil, dann poppt auch das Achievement auf und damit haben wir auch die letzte Zone fertig. Und ja, jetzt müssten wir alles ausskillen können. Jetzt machen wir das noch schnell. Zack. Gut, dann müssten das jetzt alle 48 Dinger gewesen sein. Drei oder vier Erfolge haben wir eingetütet und jetzt können wir auch den Baum komplett ausskillen. Ach, habe ich schon gemacht, ja, richtig. Und dann kann ich euch das einmal zeigen. Ich ziehe euch jetzt mal das andere WoW rüber. Also da ist einmal der Hexer, der steht jetzt hier noch ganz am Anfang. Und mit dem kann ich jetzt, wie ihr seht, auch einfach alles skillen. Der hat die komplett gleichen Punkte. Und mit dem habe ich, glaube ich, eine einzige Rune für die Quest geholt. Und sonst kann ich jetzt hier einfach hergehen, das Zeug mitskillen. Bedeutet, ihr müsst es nur mit einem einzigen Char machen. Und sobald ihr das fertig habt, könnt ihr einfach mit allen Chars durchskillen. Ihr könnt dann auch mit den Chars unterschiedliche Sachen skillen, weil es gibt auch einen Skill mit Kräuterkunde und Bergbau. Und natürlich, wenn ihr keinen, also hier ist zum Beispiel, ne, wenn ihr Kräuterkunde und Bergbau habt, regeneriert ihr schneller. Macht natürlich keinen Sinn, auf einen Char zu skillen, der keinen Kräuterkunde und Bergbau hat, ne? Ist ganz logisch. Genau, damit sind wir durch mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Wenn ihr euch das Zeug anzeigen lassen wollt, ne, Handy Notes ist euer Freund, beziehungsweise ich habe mir noch dieses Handy Notes Dragon Glues runtergeholt. Ich weiß nicht, anscheinend, mir wurde im Stream gesagt, Handy Notes an sich zeigt es auch ohne das an, aber ich habe jetzt mal beide drauf, vielleicht braucht man das eine gar nicht. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.